Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. So, herzlich willkommen zur 5 Euro Überraschungsshow. Ja, es ist die Great 5 Euro Überraschungsshow. Also großartig und auch schnell, denn wir haben fast die doppelte Menge an Schnäppchen für Sie reingepackt. Jetzt abgesenkt, tolle Produkte auf 5 Euro. Sie dürfen wie immer bis zu 5 Mal bestellen. Es sei denn, es kommt ein Preisalarm, dann wahrscheinlich nur einmal. Aber wir legen einfach mal schnell los. Ja, und was drankommt, wissen auch wir nicht. Wir lassen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen. Aber egal, was da jetzt drin ist, es kostet Sie gerade mal 5 Euro. Und wir beginnen mit... Oh, das sieht jetzt mal... Ich habe keine Ahnung, was das ist. For me. Nach viel mal also, Kreativität und Bastelspaß. Das ist, ach, jetzt weiß ich, das ist ein Bausatz. Ja, ein Nistkastenbausatz aus Echtholz mit 6-teiligem Farbenset. Das ist ja richtig süß. Ach so. Schau mal, da sieht man es, wenn es dann zusammengebastelt und gebaut ist. Das ist ja richtig schnuckelig. Und das ist auch hier jetzt für die Zeit, wo wir eben mehr Zeit zu Hause bringen, ist doch perfekt. Und die Vöglein müssen ja auch gefüttert werden, weil es ist kalt draußen. Wenn dann noch der Schnee kommt, dann verhungern die Arme. Richtig, und einen Nistplatz brauchen sie dann im Frühjahr auch. Aber gerade auch die Beschäftigung, die steht doch jetzt auch wirklich an erster Stelle. Viele haben die Kinder daheim, wissen nicht, was sie noch mit ihnen machen sollen. Ja? Und sowas jetzt mal gemeinsam zu basteln. Guck mal, Kristen ist auch schon beschäftigt. So, siehst du, das geht also auch bei Kindern. Naja, müssen wir, Bauplan ist übrigens dabei, den Kristen vielleicht auch mal anschauen sollte. Aber ich finde das klasse. Echtholz haben wir hier. Und da ist alles dabei. Und sogar bemalen. Also Farben sind ja ebenfalls schön dabei. Das ist ja wirklich toll. Und das muss nicht irgendwo im Baum hängen. Das kann man ja ruhig dann auch auf dem Balkon irgendwo, wenn man jetzt keinen Garten hat oder keine Terrasse, kann man das ruhig auch auf dem Balkon irgendwo platzieren. Und das ist eben richtig schön. Das gibt auch eine ganz andere Wertigkeit für Kinder, wenn sie sowas selber bauen. Und schauen Sie mal, so soll es irgendwann mal aussehen. Achtung, wir vergleichen jetzt. Und so sieht es aus, wenn Kristen es baut. Ja, das abstrakte Nest. Sehr interessant. Und dann, auf jeden Fall finde ich schön, weil alles ist jetzt so digital geworden. Und das ist entweder was Motorisches, wo die Kinder wieder ein bisschen so Handfertigkeit üben können. Und halt auch zusammen mit den Eltern oder mit den Großeltern. Das mit dem Bemalen finde ich auch noch schön. So richtig individualisieren. Ich liebe das, muss ich sagen. I really love it. What color? Welche Farbe würdest du es anmalen? Honestly, I would I would have like all kinds of different colors, but with a lot of different shapes, designs, because I'm loud like that. Ja, also sie würde es ganz anders und unkonventionell anmalen, bunt mit ganz vielen Formen. So vieler Kunterbunt, ja, so Pipi Langstrumpf-mäßig, warum nicht? Ja, so ganz schön abstrakt und bunt und laut, so wie sie gerne ist eben. Ich weiß nicht, reagieren Vögel auf Farben, wisst ihr das? Wahrscheinlich der ein oder andere hier, also hier würde ich wirklich jedem empfehlen, auch mehrere zu bestellen. Gerade wenn Sie mehrere Kinder oder Enkel haben, ist das natürlich für alle ein Highlight. Und jeder bekommt dann sein eigenes Nistkästchen oder Vogelhäuschen. Und das für 5 Euro. Und das ist Echtholz. Das muss man nochmal dazu sagen. Und die Farben sind dabei, der Holzleim ist dabei. Also das kann man dann schön gemeinsam bauen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich da viele, viele drüber freuen werden. Ja, und ich gebe Ihnen eben noch die Bestellnummer dazu, dass die NX75 02569 und Sie können das leimen oder auch hämmern, so nageln eben und dann malen Sie es an mit den Kindern oder auch ganz ehrlich als Erwachsene ist auch eine schöne Tätigkeit, um jetzt diese Zeit auch ein bisschen kreativ zu bringen. Sie wissen, Sie tun was Gutes für die Natur, für die Vögel und dann haben Sie auch noch was, wo Sie sich erfreuen können, wenn dann die Vögel dann reinfliegen und dann nisten. Das ist gut, dass du sagst, ich habe bei mir also ein Panoramafenster und im Sichtfeld habe ich ein Vogelhäuschen aufgehängt und da mache ich jeden Tag Vogelfutter rein und da ist jeden Morgen sobald es hell wird, ist da der Riesentrubel. Im Sommer, da könnt ihr auch mal morgens um 4:30 kommen, aber jetzt ist es ja, es wird erst so um 8:30, 9 hell, aber da ist immer ein Riesentrubel. Also das macht auch uns Erwachsenen richtig Spaß. Röckchen, also fängt schon toll an, wir machen mit Sicherheit auch toll weiter. Jetzt haben wir, und das ist natürlich auch sehr zeitgemäß. Man reinigt damit diese Glasröhrchen, aber was ist es denn genau? Das sind Trinkhalme, genau das, was du gesagt hast. Man kann diese Trinkhalme endlich angemessen reinigen. Oh, vielen Dank dafür, Pearl TV. Wie so ein Pfeifenreiniger. Aber bis jetzt hat man ja eigentlich viele Jahre lang immer diese Kunststoff-Trinkhalme genommen. Und die sollen ja, oder sind sie schon verboten werden, wegen dem zusätzlichen Plastik. Und dann ist sowas natürlich richtig. Es ist Borosilikat, also kratzfest und bruchfest. Ja? Und das ist natürlich schön. Kennst du sowas, so Trinkhalme aus Glas?
Do you know those straws from glass with the cleaning tool? No, I have not seen a straw with glass, so I think it's pretty cool because I love glass. And it cleans it. Yeah, we were just talking about how important it is to have hygienic food and utensils. Wir haben gerade uns darüber unterhalten, wie wichtig Hygiene gerade bei Utensilien rund ums Lebensmittel eben ist. Und hier so ein Reiniger für den Strohhalm. Essentiell, weil die werden nie sauber. Man kann es sogar in die Geschirrspülmaschine stecken, ist hier auch drin. Aber was hier natürlich auch steht, und das ist das eigentlich, was ich gerade gesagt habe, als toller Nebeneffekt, vermeiden Sie unnötigen Plastikmüll. Und es ist für Heißgetränke als auch für Kaltgetränke bestens geeignet. Für Cocktails als auch, was weiß ich, was immer mit Trinkhallen trinken will und jetzt eben immer wieder verwendbar. Und jetzt kommen wir noch mal auf die Zahlen. Das sind nicht 3 oder 4 oder 5. Ach so. Es sind 12 Stück. 12 dieser Borosilikat-Trinkhalme sind mit drin. 4 Reinigungs, ich sage da immer Pfeifenreiniger dazu, wenn man da früher die Pfeifen damit sauber gemacht hat. Aber ist natürlich toll, dass das mit dabei ist. Also ich finde das perfekt und dann ist man bestens ausgestattet für die nächste Party oder wenn die Enkelkinder kommen. Ja, meine Liste bei Pearl TV ist meine List is getting longer and longer. Ich brauche dieses Produkt und Sie alle brauchen dieses Produkt, weil ein dreckiger Strohhalm ist das Schlimmste, weil die Bakterien, die da drin sind. You know how many bacteria hang out in a straw? No longer now. Also jetzt haben Bakterien keine Chance mehr. I know, that's crazy, yeah. And I normally drink, when I go out in public, I always drink out of a straw. But I hate the paper ones and I hate the other ones, but glass, always. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für das 12-teilige Set. Das ist die NX6385 und die 12 Trinkhalme aus Borosilikatglas mit diesem Reiniger und das Ganze nochmal für 5 Euro. 8 Trinkhalme und 4 Reiniger. Oh, 12 für steht dabei, Preis von 5 Euro. Jetzt habe ich es verstanden. Siehst du, war mein Fehler. Also, 8 Trinkhalme, 4 Reiniger. Echt? Jetzt haben wir es auch richtig. Aber Sie dürfen ja bis zu 5-mal bestellen, das wären dann 40. So, wir machen weiter. So, das 12-teilig hat mich jetzt ein bisschen irritiert, aber gut, dass wir so richtig bestellt qualitative, haben. Qualitative, schöne Strohhalme und dann diese Reinigungsbürste. Och, mein Träumchen ist wahr geworden. Ich liebe es. Danke, Pearl TV. Thank you, Renee. Aktuelles Programm für 5 Euro jetzt, das halte ich für ausgeschlossen. Es ist ein 2-teiliges Set, aber ich gebe es eins bei Kristen, aber die gehören beide zusammen. Das sind Rückspiegel für Fahrräder, die an jedem beliebigen Fahrrad angebracht werden können. Und dann sieht man endlich auch mal als Radfahrer, was hinter einem passiert. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig. Auch bei Kindern mit Sicherheit. Und das kann man eben durch diese einfache Halterung, das ist mit einem Schlüssel in 2 Minuten montiert, kann man eben auch Kinderfahrräder oder auch Erwachsenenfahrräder hiermit ausstatten. Und dann sieht man als Radfahrer auch, was hinter einem passiert, was gerade beim Abbiegen unglaublich wichtig ist, finde ich. Ja, und auch dieses Festklemmen per Schelle ist wirklich einfach, glaube ich. Ist das ein Kreuz oder ein Schlitz? Eine Mutter ist da drauf. Also brauchst du einen Gabelschlüssel. Das dürfte ein 8er oder 7er sein. Sagt also, der Chef. Ja. Okay, auf jeden Fall finde ich es nicht nur praktisch, sondern ganz ehrlich, safety first. Es ist wichtig, dass die Kinder oder auch die Erwachsenen sicher fahren, weil so einen toten Winkel gibt es am Fahrrad auch. Man sieht nicht, was hinter einem passiert und es passieren so viele Unfälle mit Fahrradfahrern. Und wenn der Fahrradfahrer wenigstens mehr sieht als der LKW-Fahrer oder der PKW-Fahrer, dann ist man schon mal ein bisschen weiter vorne und ein bisschen sicherer. Also safety first, would you put this on your bike? Würdest du es an deinem Fahrrad machen? I would actually. You can never use enough mirrors. Yeah. But you ride your bike all the time too, right? Yeah, I have these mirrors. I love that. Yeah, ich finde das genial. Also sie will es auch an ihr Fahrrad anbringen, aber ich finde es genial, einfach, weil man muss ja nach vorne gucken, wenn man Fahrrad fährt. Ne? Also das ist ja wichtig, dass man hier diese Perspektive hat. Und dann zu wissen, zack, das ist hinter mir. Das ist so essentiell. Es kann überlebenswichtig sein. Und wir haben noch was Wichtiges, nämlich auf der anderen Seite ist ein Reflektor. Und diese Reflektoren sind ja an Fahrrädern auf der Seite und nach hinten vorgeschrieben, aber nach vorne fehlen die oft. Das macht auch im Dunkeln noch mal besser sichtbar, weil das Licht reflektiert. Es ist ein Zweierset und das gehört meiner Meinung nach wirklich an jedes Fahrrad, egal ob das ein Kinder- oder ein Erwachsenenfahrrad ist, weil man dann eben den nachfolgenden Verkehr auch im Blick hat. Ganz, ganz wichtig beim Abbiegen. Man weiß ja, als Radfahrer sollte man natürlich Zeichen geben, dann erstmal umdrehen, den rückläufigen Verkehr beobachten, aber das mit dem Umdrehen scheitert meistens. Ja, und hier hast du eben trotzdem den rückläufigen Verkehr jederzeit im Blick. Ich glaube, das ist auch eine Unfall.
Unfallvermeidung. Ja, die Bestellnummer dazu ist die NX1483 und die 569. Was ich auch ganz praktisch finde an diesem Spiegel, ist, dass die so ein Kugelgelenk haben. Man kann es wirklich genau so auf Höhe und so weiter einstellen, wie das Individuum es braucht. Wir machen weiter! Also heute sind wir auch wieder in allen Bereichen unterwegs. Jetzt waren wir bei Fahrrädern und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. In die Küche, in die Werkstatt, in den Keller, auf den Speicher. Wir kommen in... Schwer. Ins Auto. Wir gehen ans Auto. Ich dachte, it was a hair product. Das ist was ganz, ganz Geniales. Es ist ein Regenabweiser-Spray. Und jetzt damit einfach die Bedienungsanleitung folgen. Aber wenn Sie damit einmal Ihre Windschutzscheibe behandeln, dann hat man wesentlich freiere Sicht. Erstens mal, bei einer Geschwindigkeit von 30, 40 brauchst du beim Regen fast nicht mal den Scheibenwischer anmachen, weil das sofort wegperlt. Man kennt das auch, so was Ähnliches unter dem Namen Lotus-Effekt. Und auch im Sommer Insekten oder sowas, was man ja dann permanent auf der Windschutzscheibe hat, die lassen sich wesentlich einfacher ablesen. Und hier steht, sie besprühen sie anschließend, also erstmal von Schmutz und Insekten reinigen und dann mit diesem Regenabweiser besprühen, so wie wir es jetzt sehen, dann leicht einmassieren. Ja, und dann schauen wir mal, guck mal, ohne Versiegelung, mit Versiegelung, da perlt es sofort ab, ist sofort wieder trocken, ohne gibt es diese Wasserflecken. Und das ist jetzt auf einer ebenen Scheibe, an einer Windschutzscheibe, bei Fahrtwind ist das noch viel entscheidender. Und viele haben gesagt, sie müssen sogar bei leichtem Regen nicht mal mehr den Scheibenwischer anmachen, weil sich das von selber verflüchtigt. Ja? Also das ist richtig klasse. Und Holger aus Berlin schreibt uns, also wer bei Regen außerhalb fährt, also mit einem entsprechenden Tempo, er schreibt, größer als 50 Stundenkilometer, wird es schätzen, dass die Regentropfen wie von Geisterhand von der Frontscheibe verschwinden. Der Scheibenwischer kann nämlich nerven, je länger eine Regenfahrt dauert. Das Produkt ist toll. Und wir haben gleich zwei Produkte. Ah. Das heißt, damit können Sie eigentlich alle Autos in der Familie ausstatten. Und jetzt bei 5 Euro. Probieren Sie es mal aus. Ja? Ganz einfach der Bedienungsanleitung folgen, reinigen, einsprühen, einwirken lassen, nochmal drüber wischen und dann werden Sie diesen sogenannten Lotus-Effekt hier erfahren. Also wer Auto fährt, sollte das wirklich mal ausprobieren. Die Bestellnummer hier ist die NX6126 und die 569. Und ich höre gerade, wir haben einige Radfahrer als Zuschauer, denn die Rückspiegel, das Zweierset, was wir gerade vorgestellt haben, ist schon sehr, sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat der Horst zugeschlagen. Ja, aber das ist ja wirklich toll. Das ist ein Zweier-Set für 5 Euro. Und dann haben Sie insgesamt 500 Milliliter dieser Flüssigkeit. Und das ist ja auch wirklich ein Unterschied. Wenn man gescheit sieht und wenn es regnet, dann trotzdem gescheit zu sehen. Das ist ja dann wirklich auch manchmal überlebenswichtig. Also A und O beim Autofahren ist eine gute Sicht. Und wenn dann gerade auch Scheibenwischer so abgenutzt sind, bei mir ist es auch ein bisschen nicht mehr so ganz intakt, muss ich zugeben, dann ist es ja so eine doppelte Sicherheit, die man hat, so eine Versiegelung. Und das hält ja auch eine gute Weile, wenn man es richtig appliziert. Ne? 2 bis 3 Monate soll es halten und dann macht man es wieder neu. Aber was wirklich extrem ist, wer mal so richtig eingebrannte sich Insekten auch auf der Autobahn geholt hat, weiß, wie man schrubben muss. Die gehen auch wesentlich leichter weg. So. Ne? Nächstes Produkt. Reissalam, das heißt, jetzt ist wirklich ein spezielles Produkt, was sich hier in dieser Sendung verlaufen hat. Ich weiß nicht, was es ist, Jana weiß es. Hier dürfen Sie dann leider nur einmal zugreifen, aber ich möchte wissen, was es ist. Es ist ein Werkzeugset, was meines Erachtens mindestens 4-mal so viel kostet. Es ist ein Bit-Set mit Schnellbit-Verschluss hier für alle Akkuschrauber. Und da sehen wir, ich sage immer dazu gerne, weil das auch aus unserem aktuellen Handwerkerprogramm ist, Schmetterling dazu, liebevoll, weil du siehst, das geht auf wie ein Schmetterling und dann hast du die Bits hier eben sofort griffbereit und mit dem Schnellbit-Verschluss in der Mitte, da setzt du die Bits rein und das Teil dann einfach in den Akkuschrauber. Und wenn ich hier mal hinschaue, wir haben Schlitz, wir haben Kreuzschlitz, wir haben innen 6-Kant, wir haben Torx, wir haben innen 4-Kant und das sind 18 Bits und das auch noch in hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl. Ja, Wahnsinn, ein 18-teiliges Set, also ideal als Ergänzung für den Akkuschrauber. Denn es hat so ein Gelenk-Akkuschrauber. Ja? Was kann ich mir da genau darunter vorstellen? Wie kommst du jetzt auf Gelenk? Da steht den Gelenk-Akkuschrauber
oder für ein, also kann man für den Gelenkakkuschrauber benutzen? Weiß ich jetzt oder? Nicht, was Sie mit Gelenkakkuschrauber, das kannst du für jeden Akkuschrauber nehmen. Und das hier ist das Wichtige. Da hast du so einen Schnellverschluss, ja, und das schiebst du nur zurück, Bit rein, ist auch magnetisch, hält dann, ja, und so löst man es wieder. Und das kommt jetzt in egal welchen Akkuschrauber rein. Und jetzt kannst du da schrauben mit dem Bit. Und das geht unglaublich schnell auch und einfach mit den Bits, die zu wechseln, aber die halten auch bombensicher. Ist einfach mit dabei. Das ist so eine Schnell-Bit-Vorrichtung, so würde ich sie nennen. Hat mit Sicherheit auch einen speziellen Namen, aber ich bin ja kein Handwerksmeister. Aber schon allein das Sortiment an Bits hier, das finde ich phänomenal, weil da bist du schon wesentlich mehr als 5 Euro los, weil Kreuzschlitz und Schlitz, die kriegt man mal günstig, aber das Spezielle hier, innen Sechskant haben wir hier oder die Torx da, oder hier innen Vierkant, da musst du ganz schön tief in die Tasche greifen und hier haben wir 18 Bits eben nicht nur Schlitz und Kreuzschlitz, sondern auch da nochmal innen Sechskant, innen Vierkant und Torx. Ja, nicht zu vergessen, der magnetische Adapter und eben aus hochwertigem Chrom-Vanadium gefertigt. Das bietet eine hohe Stabilität und Festigkeit. Und eben ja, diese Box mit dem Schmetterlingseffekt zum Öffnen, also wirklich auch sauber weggepackt. Ich gebe Ihnen eben die Bestellnummer dazu, ist die NX5205 und die 569. Für 5 Euro sind es, ich habe sogar gelesen, 19 Teile, sind 18 Bit plus der Halter und das Ganze in einem tollen Material, Chrom-Vanadium, magnetisch, toll aufbewahrt. Ich weiß gar nicht, war da hinten auch so eine kleine Halterung, dass man es an die Wand machen kann? War das auch mit integriert? Habe ich jetzt auch nicht geschaut, aber das hast du auch auf jeden Fall ein richtig schönes, kompaktes Set. Und es geht Schlag auf Schlag. Wir sind in der Special 5-Euro-Show. Das heißt, wir erhöhen die Taktzahl. Wir haben mehr Produkte als jemals zuvor in der 5-Euro-Show für Sie reduziert. Es geht weiter mit einem Zweier-Set. Und ich weiß, das ist ein absoluter Bestseller. Ja, und mich wundert es, dass wir da noch mal ein Kontingent gekommen haben. Weil beim letzten Mal, als wir das gehabt haben in der 5-Euro-Show, war es sofort ausverkauft. Es ist ein Zweier-Set, randlose Vergrößerungsbrillen. Oh, wow. Und zwar mit dem Faktor 1,6, mit Schutztasche. Oh, wow. Und das hilft unglaublich beim Lesen, beim Basteln, beim Nähen, bei vielen, vielen Arbeiten. Und vor allem, was für mich wichtig ist, hier ist auch noch ein Blaulichtfilter mit drin. Und allein für eine Blaulichtfilterbrille zahlst du normalerweise 10, 15 Euro. Ja, und hier haben wir ein Zweierset mit diesem Blaulichtfilter und mit der Vergrößerung für 5 Euro. Ja, ja, du hattest es ja schon mit dem Blaulichtfilter erklärt. Das sorgt dafür, dass der Körper nicht Melatonin produziert? Nein, oder? Nein. Doch, also Melatonin Blaulicht produziert. Verhindert im Prinzip deine körpereigene Hormonbildung von Melatonin. Und Melatonin ist dafür wichtig für die Tiefschlafphasen und für die körpereigene Krebsabwehr. Das heißt, zu viel Blaulicht mindert das. Und mit dieser Blaulichtfilterbrille, die 40% dieses Blaulichts rausfiltert, hast du wieder die normale Produktion deines Hormons. Also sowas. Es gibt übrigens auch Sportprofis, da weiß ich, die sagen, ab 18 Uhr nur noch mit Blaulichtfilterbrille, wenn ich am Tab oder am Handy bin oder Fernseh schaue. Das heißt, wenn Sie viel am Handy oder am Computer sitzen, richtig, ist das dann auch gerade gut, vielleicht ab 18 Uhr hier mit dieser Brille zu arbeiten. Dann ist das nämlich effektiver und das Melatonin wird nicht produziert und dann kann man, glaube ich, auch effektiver arbeiten. Wird produziert, ganz wird wichtig. Produziert. Es muss es wird rausgefiltert werden. Und somit kann das Melatonin produziert sich ungestört werden. Produziert. Genau, so das ist ist es. Okay. So, aber wichtig noch, die 1,6-fache Vergrößerung. Das ist vielleicht für die Damen beim Fingernägel machen sehr praktisch, bei diffizilen Näharbeiten für die Herren, vielleicht bei werkstattlichen Tätigkeiten, kleine Schräubchen oder Lötarbeiten. Oder auch, wenn Sie am Bildschirm schon mal die Bildschirmgröße größer gestellt haben, weil Sie es sonst nicht mehr erkennen, ja, auf 130 oder 140%, damit haben Sie automatisch 160% der Größe, weil 1,6-fache Vergrößerung. Das Zweierset für 5 Euro, ein unglaublicher Preis. Es ist ein Produkt aus unserem aktuellen Programm und nur für diese Show, nur für Sie reduziert. Schauen wir mal auf pearl.de. Das ist normalerweise der Preis für eine, knapp 6 Euro. Jetzt bekommen Sie das Zweierset für 5 Euro mit der Bestellnummer NX8387 und der 569. Ja, und ich hätte dieses Brillenset gerne gehabt, als ich meine Nägel gemacht habe, weil dann hätte ich jetzt perfekte Nägel. Ich habe gerade meine Nägel angeschaut unter der Brille und die sind nicht ganz so perfekt, wie ich sie gerne hätte. Für was würdest du die Brille, das Brillenset nutzen? Für was, what would you use it for, that set? For, obviously to see clearer, but also closer up, like the small little things and reading. Handwerk und alles Mögliche. Ja, die wird sie auch benutzen. Also wir machen weiter, weil Rucki Zucki Great and Fast 5-Euro-Show. Deswegen sind wir hier auf Zack.
Okay, der Mann darf mal putzen, das finde ich sehr schön. Danke, aber, Diana. Aber jetzt, ich muss jetzt gerade mal schauen. Guck mal, die Nachricht ist, der Mann putzt heute schon. Sag mal, diese Tücher, da muss ich jetzt mal sagen, Mikrofaser, das dürften doch, antistatisch oder statisch aufgeladen, das ist doch so ein Staubfänger hier, oder? Ja. Die kommen doch immer aktuell in der Werbung und kosten dann 29, 39 ja, 20 Euro. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Hier unten dieser Staub dran, das, Staub, also dieses Tuch kommt da irgendwie dran. Ich müsste mich jetzt da natürlich anschauen, aber es, ach, das ist ja, nicht schwer. Mal daran, komm, das ist mach nicht schwer. Das, mal. Das ist einfach. Selbst ist der Mann. Guck mal, so guck einfach mal. Umlappen hier rein. Genau. Mal gucken. So, sehr so. Schön. Und auf der anderen Seite auch. Er macht das richtig gut. He does a good job, no? Ja, that also perfekt. Clean. Aber jetzt zahlst du für solche Sachen. Also für die Tücher allein zahlst du doch schon 5 Euro. Jetzt haben wir aber das Komplettset hier für 5 Euro. Das finde ich genial. Und jetzt können wir natürlich überall mal abstauben. Man ist also immer überrascht, was bei solchen Tüchern eben noch an Staub übrig ist. Wenn man gerade mal unter das Sofa fährt oder irgendwo, wer Haustiere zu Hause hat, wird das Problem kennen. Also ganz einfach anzubringen. Wie viele Tücher sind denn da dabei? 10? Also 4 Staubtücher dabei, okay. Bodenwischer. Aber ganz ehrlich, man kann ja trotzdem auf Kommoden auch und so damit wischen. Was ich besonders gut finde, ist dieses Kugelgelenk. Kannst du so richtig schön, geht das in alle, ja, das geht in alle Richtungen. Das ist nämlich ganz praktisch, damit man wirklich auch niedrig unter die niedrigen Kommoden in jegliche Ecken reinkommt. Klein wenig korrigieren, ist kein Kugelgelenk, ist ein Kippgelenk, aber du hast recht, in alle 4 Richtungen. Okay. Na guck, ist ein Kipp links, okay. Rechts, oben, unten, aber die Flexibilität ist trotzdem das genauso da. Trotzdem 360 Grad oben, unten, links, rechts. Ja, 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 aber guck, Kugelgelenk wäre rundum. Mm. Und so haben wir alle 4. Also kommt aber aufs Gleiche raus. Man kommt überall hin, flach oder hoch, aufschränken um die Ecke. Das ist einfach perfekt. Und ich kenne sowas wirklich aus der aktuellen Fernsehwerbung. Haben Sie sicher auch schon mal gesehen hier, der Staub, wir rücken dem Staub zu Leibe. Aber da kostet es eben 30 Euro oder mehr. Mm. Und bei uns 5 Euro, bis zu 5-mal dürfen Sie auch dieses Produkt bestellen. Ja, Wahnsinn. Also praktisch, dann die Mikrofasertücher, die statischen dabei, 4 Stück an der Zahl. Hier steht handlich mit einem 360-Grad-Drehkopf. Also so oder so sehr, sehr, sehr biegsam und komfortabel unter jegliche Geräte zu kommen. Die Bestellnummer ist die NC5787 und die 569. Schauen Sie mal auf pearl.de, da kostet das Gerät knapp 9 Euro. Sie sparen fast die Hälfte. Und ganz ehrlich, für den schnellen Staubputz-Session für zwischendurch ist es genau das Richtige, weil es auch leicht und handlich und diese 360-Grad-Drehkopf, der ist auch wirklich praktisch, auch diese Noppen, wo man einfach das Tuch reinstopft, das ist sehr, sehr praktisch. Und normalerweise kosten viel mehr. Man meint oftmals, ist ja schon sauber, dann fährt man mit so einem Tuch drüber und dann ist man überrascht, was da noch alles sich löst oder zu finden ist. Wir machen weiter mit, was hast du? Jetzt haben wir es. Eine LED-Lichtleiste zum selbstklebend mit einem, was ist da drin? Sind das Batterien, Akkus? Ich würde sagen 2 Doppel-A-Batterien, okay. Aber das ist natürlich schön. 18 LEDs hat das Ganze, 60 cm lang und ist sehr, sehr hell. Und jetzt kannst du mal, natürlich kannst du es als Stirnband benutzen. Guck mal, das ist eine tolle Idee, indirekte Beleuchtung am Bett, wenn man mal nachts zur Toilette muss. Ich könnte mir das aber auch gut in Vitrinen vorstellen, ja, und Vitrinen zum Beispiel oder auch mal ganz einfach unter einem Hängeschrank in der Küche, ja. Dass du da jederzeit zusätzliche Beleuchtung hast, weil das ist richtig also hell. Ambiente-Licht mit 160 nennt man das. Lumen. Mhm. Ambiente-Licht. Ja, Ambiente-Licht, weil so also ein indirektes Licht, was man sich kreieren kann. Ich liebe indirekte Lichtquellen. Das macht ein Zuhause viel hochwertiger, wenn Sie so indirekte, kleine, charmante Lichtquellen sich kreieren. Zum Beispiel, was auch noch genial wäre hier, ist unter diesem Tisch. Und dann haben Sie so einen beleuchteten Boden. Und schauen Sie mal, wie tief, also der Tisch bekommt eine ganz feine Tiefe durch diese Beleuchtung. Das sieht richtig gut aus. Tolle Idee. Das sieht richtig cool aus. Schauen Sie mal. Ja. Ohne... Und jetzt mit. Dadurch hat der Tisch, ist komplett aufgewertet. Ich zeige es nochmal so mit und wenn ich es jetzt wegnehme, ja, ist einfach nur ein langweiliger Tisch. Und so sieht er richtig, richtig, ja, so ein Designstück machen Sie daraus. Ja, also ganz ich denke, toll. Es gibt da ganz viele Anwendungen. Vor allem, man muss keine Rücksicht mehr nehmen. Wo habe ich Strom oder wie kann ich es anbringen? Weil das ist selbstklebend, ja. Ist übrigens auch kürzbar, wenn es jetzt mal ein bisschen zu lang wäre mit den 60 cm, dann schneidet man einfach mit der Schere am einen Ende ein Stückchen ab. Das ist problemlos möglich bei LED-Lichterketten. Und dann passt es genau und das ist richtig toll. Gibt es für dich eine Position, wo du das jetzt anbringen würdest? I would place it in my cabinets for like those little tight little cubbies, so that when I can't see, I can turn it on and see what's in there.
Das würde ich auch machen, genauso in Schränken, kleinen Schränken oder Schränkchen in den Kommoden, wo man dann nichts sieht drinnen. Bei mir hängt es auch im Kleiderschrank. I have it in my closet, so I can see what I own. Dann gibt es den Satz von euch Frauen auch nicht mehr, ich habe nichts mehr zum Anziehen. Ja? Ja. Oh, ich sage Ihnen die Bestellnummer noch. Bis zu 5-mal dürfen Sie hier bestellen. Es ist die NX 9677 und die 569. Guck mal, da ist eine Europalette umgebaut worden zu, zu einer Vitrine. Ja, schick. Und die jetzt noch beleuchtet. Das ist ja auch mal eine tolle Idee. Hast du es gesehen, dass das eine Europalette ist? Ja, voll schick. Also richtig tolle Idee. Und siehst du auch unten drunter, unter einem Tisch, meine lieben Zuschauer, machen Sie das mal zu Hause und schicken Sie uns Bilder. Das wertet das Mobiliar, was vielleicht schon ein bisschen älter ist, so auf, dass es wieder wie neu erscheint und auch eine ganz andere Tiefe bekommt. Also das sind so Kleinigkeiten, mit denen man ganz viel erreichen kann. Hier auch genau in der Kommode, in der Vitrine, wie auch Küst es machen würde. Ich habe es bei mir im Schrank. Einfach praktisch, weil dann sehe ich mehr. Aber man kann es auch schön als Deko-Highlight nehmen. Wir machen weiter. Ich bekomme es, ja. Oh, ich bin vorsichtig. Vorsichtig. Sonst springt es dich an. Da muss ich wirklich vorsichtig sein. Weil das ist jetzt ganz gefährlich, ganz gefährlich. Puff, puff. Es ist natürlich ein Highlight. Mensch, das jetzt für 5 Euro. Also, ich muss ihn ja gleich mal anmachen, weil ich kenne ihn natürlich, unseren Chihuahua. Den jetzt für 5 Euro. Schauen Sie sich den kleinen Kracher an. Das ist der Wahnsinn. Ah, oh, ist der süß. Oh, der ist aber auch ganz kuschelig. Ich liebe diese kleinen Öhrchen, so kleine Segelöhrchen, als würde er durch den Wind galoppieren. Dann die süße Stupsnase und die Knopfaugen. Und dann eben, dass er hier noch immer hin und her läuft und auch noch bellt dabei. Also jedes Kind wird ja automatisch schockverliebt sein. Der neue beste Freund hier, der kleine Plüschi. Wie würdest du den nennen? What name would you give it? One name, Charlie. Charlie. Okay, für Kristen heißt der kleine Racker Charlie. Wie heißt er bei dir, Ralf? Ach, ein Hund würde ich immer Whisky nennen. Das Whisky. Ist Whisky, ja. Oh, das ist cool. Ja. He would call him Whisky. Das ist ein cooler Name, Whisky. Muss ich sagen. No, I'm gonna change mine to Ralph. This is Ralph. Okay, that's bei Kristen heißt der Hund mir Ralph. Mir gefällt Whisky als Name besser. Ja? Aber ich finde die süß. Schauen Sie mal, der läuft natürlich auch vorwärts und rückwärts. Und dann dieses leichte Gekläffe. Und Achtung, Sie dürfen übrigens auch mehrere kaufen, dann kann es auch mal so Action geben bei Ihnen auf dem Tisch. Bis zu 5-mal dürfen Sie auch hier zugreifen. Und so Stofftiere allein kosten doch schon mehr als 5 Euro. Jetzt haben die auch noch eine Funktion mit dem Laufen, sind zuckersüß. Und dann jetzt für 5 Euro, das gibt's, das behaupte ich jetzt einfach mal wieder, wirklich nur in unserer 5-Euro-Überraschung. Ich mach mal den Weg frei. Ja, wir machen den Weg frei für unsere Chihuahuas. Ja, und jetzt können sie wieder rumlaufen. Ui. Aber es ist ja auch so ein bisschen ein Two-in-One, weil ganz ehrlich, wenn man die ausgeschaltet hat, kann man mit denen ja wunderbar kuscheln und das Kind mit ins Bett bringen sozusagen. Und wenn man dann unten das Fach einschaltet, da sind ja Batterien drin, dann kann man da praktisch und prächtig mit spielen. Also man hat so eine Doppelfunktion und ganz ehrlich auch so als kleine Dekofigur, die macht sich auch sehr gut aus so einem Regal und es ist einfach ein zuckersüßes Köpfchen, was er da hat. Oh, wow, Ralph. Ich finde es schön, wenn zwei Frauen darauf achten, dass ich nicht abstürze. Ja, aber das ist natürlich ein Highlight, so ein kleiner Chihuahua. Stimmt, so ein bisschen, ja, süßer so Kerl hier. Ja. Ein bisschen ähnlich sieht er dir. Stimmt. Ich hole mir noch ein rotes Halsband drauf. Ja, und die Brille brauchen wir noch für den Hund. Dann sind wir doch schon dabei. Die Bestellnummer zu dem süßen Chihuahua namens Ralf ist die NX8204 und die 569. Und dann kommt dieser süße Plüschjunge Ralf zu Ihnen nach Hause. Und es wird eine große Freude sein, ob Sie jetzt mit ihm kuscheln oder spielen, sei Ihnen überlassen. Auf jeden Fall ist es ein Hit bei Ihnen. Sie dürfen dem Hund wirklich jeden Namen dieser Welt geben, aber nennen Sie ihn nicht Ralf. Also doch, das würde ich Ihnen vorschlagen. Ich finde, bei der hohen Stimme müsste das auch ein Weibchen sein, würde ich sagen. Also Kristen oder Danny würde auch passen. Guck mal, aber Ralf ist sehr loyal. Er läuft nicht weg. Das ist doch super. Also wir hatten einen Riesenspaß. Großartig und schnell war's. Great and fast, we had fun. Jetzt schicken wir Ihnen ganz viel Liebe nach Hause und bestellen Sie schnell.